Das wollte ich als Kind werden. Ich wollte als Kind, so sagt man mir, die Dächer von Wolkenkratzern reparieren. Keine Ahnung, was das soll, aber ja, ich wollte Wolkenkratzer-Dachreparateur werden. Der beste Rat meiner Mutter. Oh, meine Mutter gibt sehr viele Ratschläge, gefragt wie ungefragt, aber ich muss sagen, alle ihre Ratschläge sind großartig. Hätte ich mal alle ihre Ratschläge befolgt, dann wäre ich jetzt erfolgreich, reich und berühmt. Hallo Mama, danke für alles. Ich habe unterschätzte Talente als... Ich habe gar keine unterschätzten Talente. Da ich ja sehr nach außen hin lebe, weiß man so ziemlich genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und da gibt es eigentlich gar nichts, was im Verborgenen liegt. Also ich kann nicht so viel. Aber die Sachen, die ich kann, die kann ich nicht so schlecht. Aber es gibt keine verborgenen Talente. Ich kann jetzt keine Opern singen oder, weiß ich nicht, besonders gut backen oder so. Also tut mir leid, muss ich alle enttäuschen. Meine heimliche Schwäche. Habe ich auch nicht, tut mir leid. Ich mache immer das, was ich will. Ziemlich oft. Und da gibt es nichts, was jetzt heimlich ist, wo ich sagen muss, das würde ich aber gerne machen und dann mache ich es nicht. Ich esse immer nachts Schokolade ganz viel oder so. Nee, ich esse nachts Schokolade, aber nicht heimlich, ganz öffentlich. Mein Vorbild. Mein Vorbild sind natürlich meine Eltern. Meine ich im Ernst, die haben es nicht leicht gehabt. Als sie den Iran verlassen haben, hier nach Deutschland gekommen sind. Die waren damals so ungefähr so alt wie ich, teilweise sogar noch ein bisschen jünger. Nee, noch ein bisschen jünger als ich heute. Mit zwei Kindern alles zurücklassen und dann hierher kommen, neues Land, neues alles und dann was draus machen und nicht untergehen. Habe ich als Kind nicht so gesehen, da war Michael Jackson mein Vorbild. Ist er immer noch in gewisser Hinsicht. Nicht in den Sachen, aber in den anderen Sachen. Aber nein, er ist nicht mehr mein Vorbild. Darf man heute gar nicht mehr sagen. Michael Jackson. Michael Feuerbach. Meine Eltern sind mein Vorbild. Ja, sie haben in sehr schwierigen Zeiten sehr viel geschafft und sehr viel gemacht. Und das ist bewundernswert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage gewesen wäre, das genauso zu machen oder heute genauso zu tun. Also, Mama, Papa, ich habe es euch nie gesagt, aber ihr seid großartig. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Alles kann, nichts muss. Wie im Swingerclub. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Was für eine Beerdigung? Ich möchte am Tag meiner Beerdigung gar nichts hören. Hier hat überhaupt niemand vor zu sterben.